Das ist schon wieder ein Schalter kaputt. Bloß aufhören. Okay. Den kill ich jetzt ganz elegant. Ich find's toll. So. Ja, ich will dich doch nur abschießen. Sehr schön. Okay. Ah! Man sieht, ich bin fast tot. Scheiße. Oh, das ist so übel. Wie viele Medpacks habe ich eigentlich? Eins habe ich jetzt nur noch. Das heißt, ich soll jetzt fast nochmal speichern. Hauptmenü. Ja, das ist das, was ich gemeint habe mit, das Spiel geht fast so weiter, wie der erste Teil aufgehört hat. Bringt es das überhaupt? Na gut, das war jetzt das Medpack. So. Und die schießen übrigens jetzt auch Spinneminen kaputt, ja? Also ich kann jetzt nicht einfach irgendwie sagen, naja, da steht eine Wache, die macht jetzt halt eine Spinnemine gefreckt. Das ist nicht mehr. Die sind jetzt ganz, ganz fies und schießen die blöden Dinger auch noch kaputt. Alles klaro. So, ich bin jetzt aber der Meinung, da oben ist noch eine Kiste, sehe ich gerade. Ah, Munition, sehr schön. Wenn ich jetzt zuerst hier runtergehe, dann komme ich nochmal... Oh. So eine Scheiße. Na super. So. Der Depp hat den Alarm angeschalten. So ein Hund, so ein Blöder. Alarmstufe Rot aktiviert. Sicherheitszentrale nicht erreichbar. Das heißt, ich muss jetzt mal den Alarm abschalten. Stirb! Ich meine, ich find's lustig. Oh. Schalt meinen Alarm jetzt erstmal ab, ne? Danke. Code Rot aufgehoben. Da. Sag mal, war hier nicht auch noch irgendwo ein Android drinnen? Ja. Wie geht's? Ich hasse Strahlung. Okay. Ja, gut, vor dem Thermatron habe ich nicht wirklich Angst. So. Aber schön zu sehen, dass es auch wieder guten alten Thermatron-Mechs gibt, ne? So, ich will da hoch. Ach, Moment mal kurz, der Arsch hat ja... So. Das war jetzt eine coole Runterrollaktion. Muss ich selbst mir auf die Schulter klopfen. Ja, und so schnell stirbt man. So schnell weiß ich, dass ich dieses dumme Teil nicht aufmachen muss. Ups. Zum Glück sterb ich da nicht. So. Zugriff auf. Sicherheitsterminal. Ach, das ist das gleiche Ding. Na dann. Es regt mir jetzt auf, dass ich nicht in diesen anderen Raum etwas weiter unten komme, aber... Ach, was soll's. Panzertür 6a, Protokoll läuft. Ich hab...
Nachricht empfangen. Oh, Moment mal, Killer. Haben Sie einen Infrarotscanner? Dann schalten Sie ihn an. Da sind Sensoren vor Ihnen, die lösen 50.000 Volt Fußmatten aus, wenn Sie nicht höllisch aufpassen. Danning aus. Ach, so einen modernen Schnickschnack brauche ich doch nicht. Sehe ich doch auch so die Teile. Vorne ist zum Beispiel schon der erste. Alarm? Danke, Code Rot aufgehoben. Ist da eine Kamera? Ah, der ist Schiff geschützt. Aber wieso schießt der nicht auf mich? Ich bin verwirrt. Und zugleich dankbar. Ja, jetzt ist das super. Ach, der macht, glaube ich, den Alarm an. Ha. Ha. Ah, kann ich irgendwie... Warte mal. Code Rot. Illegales Eindringen. Kann ich die vielleicht sprengen irgendwie? Wo ist denn da bitte schön noch so ein scheiß Schild? Danke. Gebiet gesichert. Code Rot aufgehoben. Trotzifix, ich will das Schild nicht haben. Sonst fressen die Raben. Oh, ich hatte die Keycard sogar. Wieso ist das Teil eigentlich nicht an? Hahaha. Zugang verweigert. Ah, mir fällt gerade auf, ich kann ja nur Har. Wir sind jetzt auf Ebene 2. Oh Gott, es gibt wohl noch ein paar Ebenen, Leute. Die Mission ist nicht so kurz. Waren da unten nicht noch so komische Teile? Nee, die waren im anderen Raum. Da gab's noch welche, aber ich glaube jetzt nicht ernsthaft, dass die mit diesem Alarmkamera-Dingens da oben was zu tun haben. Also nochmal schnell zurücksprinten. Jawohl, da waren zwar noch welche, aber. Ich glaube nicht, dass das so arg viel... Ah doch, es hat viel gebracht, sogar sehr viel. Wieso bin ich da nicht früher raufgekommen? Das nervt mich jetzt gerade ein bisschen. Weil jetzt ist nämlich da oben dieses Schild aus. Das heißt, ich komme doch in den anderen Raum rein. Alles klar. So, in dem Raum, wo ich noch nicht war. Oh, das ist noch einer. Na klasse. Gut. Oh, stirb. So, und aus Angst vor bösen Überraschungen, bis da nicht mal wieder so ein doofer Mech drinnen steht, werde ich lieber gleich nochmal speichern. So, Zelle. Hauptmenü. Huiuiuiui. Ah, Kiste. Oh, ich habe eine Shotgun gefunden. Das ist ja schon Störsensor. Was hat denn das Teil nochmal gemacht? Ich weiß es gerade nicht mehr.
Noch eine Kiste. So. Abstellen. Sehr schön. Störsender. Den werde ich später vielleicht mal ganz kurz bei dem einen Teil einsetzen. Dass ich nicht so wirklich gerade umgehen kann. Aber es muss einfach gewesen sein. Ich übersehe wahrscheinlich bloß gerade irgendeinen Scheiß. Nein, falsch. So. Kontaktiere Dienstroboter, bitte warten. Android. Ja, wie süß. Voll viel Munition? Ja, die werde ich mir auf jeden Fall holen. Da sage ich nicht nein. Shotgun-Muni. So. Ich habe einen Störsender. Was ich mal ausprobieren werde. Das finde ich jetzt immer noch so toll, wie schnell der Roboter jetzt gelaufen ist. Der Android. So. Hauptmenü. Störsender. Ja, der Alarm ist schon wieder an. Sehr schön, gut gemacht. Code Rot, illegales Einbringen. Danke, Code Rot aufgehoben. Jetzt aber schnell. Ah, verdammt. Danke, der Alarm wurde deaktiviert. Code Rot nicht mehr gültig. Ist jetzt bloß, wenn der mich sieht? Code, ey, langsam riecht's mich auf. Okay. Schnitt, bis gleich, wenn ich wieder da bin. Obwohl, warte mal ganz kurz, bevor ich das mache. Ja, ich dachte es mir doch. War doch mal was. Jaha, Schild. Na, also. Gut, doch kein Schnitt. Haha. Ich fühle mich gerade so schlecht, dass ich so lange jetzt dafür gebraucht habe. Danke, Code Rot aufgehoben. Oh, die nächste Ebene. Danach kommen noch 1, 2, 3 Ebenen, glaube ich. Da unten war, glaube ich, eine Tür. Was momentan noch gar nicht sieht. Genau. Ich habe eine Nachricht bekommen. Gleich mal angucken. Wahrscheinlich wieder der Denning. Hören Sie mich, Silencer? Ich habe einen Fluchtweg vom Frachter gefunden. Jagen Sie die Plasmaturbine hoch, von der Haufen Schrott angetrieben wird. Das löst eine Kettenreaktion aus, die das Schiff zerreißt. Beeilen Sie sich. Wir nähern uns dem Mond. Wird Zeit, dass wir uns von diesem Kasten runter teleportieren. Denning aus. Ein Raumschiff in die Luft jagen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. So. Hoffentlich ist das Schild für die Thrasher-Kanone. Jetzt nochmal die Schatten da. Frag mich grad. Nein, okay. Sehr schön, gut. Probieren wir das doch mal.
will irgendwie zuerst die Kamera killen. Hauptmenü. Sehr schön. So. Da ich weiß, dass die Thresher-Kanone hier sowieso immun für Spinneminen ist, durch dieses scheiß Rohr am Boden, machen wir das doch so. Sehr schön. Ferngelenkte Kamera. Und wer sich jetzt wundert, weil der immer LMC steht und nicht WEC, man kann das LMC, also das Lunar Mining Kartell, als so eine Art Tochtergesellschaft des WEC, also des World Economic Consortium, sehen. Okay, macht das Sinn? Alles klar? Super. So. Oh, ich habe so richtig schön viel Munition. Das gefällt. So. Welches schon mal keine Gefahr mehr? So, der hat mich jetzt aber ganz schön viel gekostet, du. Kampf. Wow. Ja, die machen keine halben Sachen hier. So eine schöne Kettenreaktion ins Board. Oh, Energie. Wow. Kruzifix da. Was soll das? Hammer. Ah, ich kann mich noch nicht so richtig aufladen. Das ist so traurig. Nein. Kann ich ihn da erschießen, während er drauf liegt? Oder drauf steht? Ich hab normalerweise ist es eine Art Schalterrätsel. Na, komm denn nochmal. Der nette Mann in Schwarz. Oh, da liegt ein Medpack. Ha! Ah! Ach, verdammt, der ist runtergefallen. Na gut. Ah, das kennen wir noch aus dem ersten Teil. Munition. Ah, 742 lautet der neue Code, alles klar. Na? Kamera oder sowas? Na gut. Na, langsam krieg ich auch Shotgun-Munition, wie blöd. Was hab ich denn da? 7 Magazine. Ach ja, das war ein Schalterrätsel hier. Okay, machen wir es mal so. Ach, okay. Ich mache erstmal diese scheiß Teile hier kaputt. So. Gut, dann fangen wir an. Ah. Ja, ich bin ja ein. Ach, wisst ihr was? Jetzt regt's mich total auf. Man muss auf die gute alte Crusader 1 Art. Die nicht funktioniert. Okay. Okay. Ich musste was ganz anderes machen. Der war. Oder ist wahrscheinlich auch Schalterrätsel gewesen, aber hier oben
im Eck ist auch ein kleiner Schalter. Der hat letztendlich die Tür aufgemacht. Zumindest für mich jetzt, wie ich es brauche. Gut,